Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wo soll ich anfangen? Das wird ein Lava-Video, es wird alles durcheinander, weil es gibt so ein paar Punkte, über die ich sprechen möchte. Ich habe mir nichts aufgeschrieben oder nichts. Es sind einfach nur so ein paar Sachen, die, ja, ich loswerden wollte. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber als geschminkte Frau hast du es einfach nicht leicht. Weder auf YouTube noch Instagram, aber auch im normalen Leben. Du kommst immer wieder zu so komischen, oder was heißt komisch, aber es kommt einfach immer dieselbe Reaktion oder es ist immer dasselbe. Oh, du siehst ja total anders ungeschminkt aus. Man erkennt dich ja gar nicht mehr wieder. Oder, ach, das ist aber viel, ne? Haben wir heute mal richtig gut draufgelegt. Die Wimpern sind ein bisschen too much, also ohne wäre es besser. Warum übermalst du deine Lippen so stark? Ich finde, das sieht total unnatürlich aus. Und Leute, ich kann euch noch 1000 weitere Sachen sagen. Ich frage mich dann immer, weißt du, wenn du geschminkt bist, du hast deine Haare blondiert, du hast deine Lippen machen lassen, die Zähne sind gebleached, die Augenringe sind unterspritzt. Du wirst als dumm abgestempelt. Du wirst als Barbie abgestempelt. Als, ach, die kann eh nichts anderes außer an sich rumschnibbeln oder bla bla. Ach, an dir ist eh alles fake. Und so weiter und so fort. Und es lässt sich einfach nicht verneinen. Oder es, man kann, du kannst nicht sagen so. Das stimmt nicht, denn das sind alles extrem oberflächliche Aussagen, die geschrieben werden, gesagt werden, ohne sich mit dem Charakter dieses Menschen auseinanderzusetzen. Ich spreche jetzt nicht nur von mir, ich spreche in der Stimme aller Make-up-begeisterten Frauen. Da heißt es immer, wir sind so oberflächlich und wir sind so Tussen und so Barbies und alles fake und was können wir denn eigentlich und warum machen wir so und ganz ehrlich, so. Da frag ich mich doch wirklich, warte mal. So stopp, cut, ganz kurze Pause. Wer ist gerade oberflächlich von uns? Sind wir das? Weil wir uns schminken, weil wir Spaß daran haben, weil auch wir finden die Veränderung krass oder ich finde die Veränderung krass. Ich finde es geil, was du alles mit Make-up machen kannst. Du kannst dein Gesicht ganz neu modellieren. Schaut euch mal an, was man mit Make-up alles machen kann. Sei es Filme, Theater, alles. Durch Make-up lässt sich so viel verändern und das ist eine Kunst. Und wenn mir jemand sagt, ganz ehrlich, ohne Make-up siehst du total anders aus, dann denke ich mir, ja, ich bin fucking Künstler, ich kann aus Scheiße Gold machen. Wer gibt euch das Recht? Ich denke mir so, bruh. Wer gibt dir das Recht, jetzt zu urteilen? Ich meine, das ist eigentlich ein Thema, darüber brauchen wir im Internet gar nicht mehr sprechen, denn wie viele Hate-Videos gibt es, ja, Anti-Mobbing und so, das kommt einfach nicht an in den Köpfen, ne? Und klar, auch ich habe viele Sachen gemacht, die wahrscheinlich nicht perfekt sind. Die sind sicherlich nicht perfekt. Und auch ich habe schon über andere oder Urteile über andere, ja. Ja, worauf ich hinaus will, ich habe noch nie eine geschminkte Frau irgendwo gehört, einen Kommentar gelesen, irgendwas. Ganz ehrlich, mir ist das ein bisschen zu natürlich. Kannst du dich ein bisschen mehr schminken? Irgendwie urteilen wir nie darüber, wie wenig jemand geschminkt ist. Oder mach doch mal ein bisschen mehr. Mach doch mal Wimpern, sieht besser aus. Übermal doch mal ein bisschen, würde dir gut tun. Habt ihr sowas schon mal gelesen? Ich nicht. Und wenn, dann ist es eine fucking Ausnahme, dass jemand sowas schreibt. Es ist aber die Regel, uns geschminkten Frauen, ja, übermäßig geschminkten Frauen, zu sagen, was denn alles jetzt so viel zu viel ist, ne? Viel zu viel. Irgendwie, da stimmt so das Verhältnis nicht, ne? Und letztens, apropos, ich fange jetzt mal an, mich abzuschminken, ja? Letztens wurde ich von der Bild geteilt und ich habe ganz viele Kommentare bekommen. Welcher Mann findet das schön? Mache ich das alles für einen Mann? So, wen möchte ich denn eigentlich beeindrucken, ja? Also diese künstlichen Wimpern, oh, das gefällt doch keinem Mann.
Ja, hast du recht. Mein Freund findet das auch schöner ohne. Aber ich klebe sie trotzdem auf. Und weißt du warum? Und ich klebe diese Dinger jeden Tag auf. Weißt du warum? Weil ich das geil finde. Weil ich finde, dass es geil aussieht. Ich feiere es. Ich fühle diese Wimpern. Ich fühle mich so. Verstehst du? Ich mache das für mich. Ich mache das, damit ich mich gut fühle. Denkst du wirklich, ich mache mir die Mühe, gebe mein ganzes kostbares Geld dafür aus, um bei irgendeinem Mann zu landen? 49,99 Mac. Also der neben dir aufwacht, oder erschreckt sich aber. Mach dir keine Sorgen. Mein Freund erschreckt sich nicht. Der hat sich auch nicht erschreckt. So. Mach dir einfach keine Sorgen so. Ich krieg das schon hin. Ja, ich übermale meine Lippen. Ja. Ich klebe mir Wimpern drauf. Mit denen kann ich schon fast abheben. Das weiß ich, ja. Ich bin mir dessen bewusst, was ich mache so. Ich weiß, dass ich mir 10 Schichten täglich auftrage, aber ich find's geil, so, verstehst du? Und dieses, ganz ehrlich, welcher Mann findet das schön? Das ist mir so Latte. Es geht nicht immer, es geht überhaupt nicht darum, was ein Mann schön findet oder was nicht. Ich zieh doch auch, ich meine, es gibt so Mädels, die sich extrem darum jetzt bemühen, irgendeinem Mann zu gefallen, aber ich gehöre da ganz definitiv nicht in diese Schiene rein. Also, I don't care. Ich mache das alles, um mich wohlzufühlen. Und wenn ich Bock habe, irgendwas zu machen, dann mache ich das. Und dann mache ich das nicht mit dem Gedanken, oh, jetzt muss ich aber möglichst vielen Männern gefallen, denn ich habe hier schon ein Zuhause. Ich gehe doch auch nicht auf irgendein Männervideo, ja, als Frau, wo er irgendwas für Männer erklärt, wovon ich keine Ahnung habe. Hier, Fitness, hast du nicht gesehen. Erstmal klicke ich da überhaupt nicht drauf. Weil es mich, ich weiß ja schon, das ist nichts für mich und das wird mir nicht gefallen, ja. Daran scheitert es ja oftmals. Aber, dann schreibe ich auch nicht, also, ganz ehrlich, der linke Bizeps, der ist jetzt ein bisschen kleiner, ne? Also, da solltest du dir mal ernsthafte Gedanken machen. Also, welche Frau findet das denn schön? Habt ihr sowas jemals gelesen von irgendeiner Frau, die sagt, also, welche Frau findet sowas denn schön? Und selbst wenn du das harte Bedürfnis hast, so etwas zu schreiben, dann formulier es doch menschlich. Ich feiere Kritik extrem. Wisst ihr, wie ich mich durch Kritik überhaupt entwickelt habe? Ich lerne immer durch Kritik so viel. Auch mein Make-up. Mein Make-up hat sich weiterentwickelt wegen der Community oder wegen den Zuschauern, die sagen, ja, Maya, schau mal, so und so wäre das vielleicht besser und so weiter und so fort. Das Witzige an der Sache ist halt auch, ja, geschminkt heißt es dann immer, das ist mir jetzt viel zu viel. Ne? Aber wenn du dann ungeschminkt bist, ja, dann bist du hässlich. Also was genau willst du? So, was willst du? Geschminkt viel zu viel, aber ungeschminkt hässlich. Ach so, und das ist so? Das heißt, ich mach so ein bisschen, ja. Also Wimperntusche darf ich. Bisschen so Rouge und so ein bisschen, nicht zu viel. Am besten nur ein Labello drauf. Dann gefalle ich dir? Sorry. Das ist definitely not my mission. Das ist nicht, nein. Das ist, nein. Also, ich habe einen Brief in meinem Schrank, da steht 2022 öffnen. Den habe ich 2012 geschrieben. Den habe ich auch tatsächlich noch nicht geöffnet. Und da sollten wir unsere Lebensziele reinschreiben. Und ich kann dir versichern, da steht nicht drin, ich möchte dem Hater unter meinem YouTube-Video jetzt gefallen. Oder ich möchte so aussehen, dass mich alle hübsch finden. Nein. Was? Ich frage mal anders. Was soll ich denn jetzt... Ich weiß ja, dass das viele gucken, die auch sagen, ah, hast du dich schon mal ungeschminkt gesehen? Also, geht gar absolutes No-Go. Was soll ich eurer Meinung nach denn machen? Und jetzt heißt es gar nichts. Das Gesicht ist nicht zu retten. Nein, aber jetzt mal auf Ernst. So, was wünscht ihr euch denn? So, möchtet ihr, dass ich gerne mal ein Natural Make-up mache? Mache ich, gar kein Problem. Mache ich gerne für die, die das nicht mögen. So, ich bin offen dafür. Ich schwör's euch, wird eine Challenge, definitiv. So Natural Make-up mäßig. Aber mache ich gerne, gar kein Problem. Nein, sagt mir bitte, was ich machen soll. Um in diese Lücke zu passen, so. Das gefällt jedem. Ne? Abgesehen davon, dass ich das nicht möchte, aber mich würde einfach mal interessieren, was ich dafür tun müsste, so eurer Meinung nach. Aber dann heißt es eh, nee, du bist einfach hässlich. Du bist einfach hässlich. Ich kann's euch hier nicht recht machen. Von daher. Ne, was soll ich machen? Das ist mein ungeschminktes Gesicht.
Klar, ich habe jetzt noch die Wimpern getuscht, aber davon ist eh nicht mehr viel übrig, dank meinen ganzen Fake Lashes, ja. Aber das bin ich ungeschminkt und ich liebe diesen Anblick. Und nicht, weil ich es äußerlich total geil finde. Klar, ich sehe ungeschminkt ganz anders aus. Das ist mir bewusst so. Ich weiß das doch. Aber ich feiere das. Wisst ihr, ich denke mir so, boah, es ist einfach so krass, was du mit Make-up erreichst. Also, was heißt erreichen, aber was du damit machen kannst, so. Warum ist das schlecht? Warum ist das schlecht? Das ist doch was Gutes. Für mich ist das was Gutes. Die einzigen, die über irgendwas Äußerliches urteilen, seid ihr. Es ist doch nichts Neues, come on. Wir sind 2018, es ist einfach nichts mehr Neues, dass Make-up sehr viel verändert und dass wir das gerne machen und nicht wenig. Und es ist doch alles nichts Neues mehr. So, weißt du, so 2005, da war das vielleicht noch nicht so krass, da hat es gerade angefangen. Aber mittlerweile, ja, come on. Und dann, oh, wieder einer dieser Beauty-YouTuber, die alles gemacht haben. Machen wir das für YouTube? Ich mache das nicht für YouTube, denn ich weiß, dass ich das hier alles nicht mein Leben lang machen werde. Und dann muss ich auch noch in den Spiegel gucken, wenn es kein YouTube mehr gibt. So, weißt du, ich mache das für mich. Und ja, man lässt sich sicherlich ganz, ganz viel durch sowas beeinflussen. Aber ich meine, ich bin alt genug, das selber zu entscheiden. Und immer alle über einen Kamm zu scheren, auch schon wieder so eine Beauty-YouTuberin, die so und so macht. Mein Gott, ey, ganz ehrlich, da oben rechts... Nee, so muss ich jetzt machen. Da oben rechts ist ein X. Wenn es dir nicht gefällt, klick es einfach weg. Ich stehe zu beiden meinen Gesichtern, auch wenn sie nicht gleich aussehen. Männer stehen auf natürliche Frauen. Schön für Männer. Juckt mich nicht. Es gibt genug Männer, die auch auf geschminkte Frauen stehen und auf Frauen, die ihre Haare machen und extrem Wert auf ihr Äußeres legen. Also es gibt für jeden Topf einen Deckel, Leute. Machen einfach nicht alles, um euch zu gefallen, liebe Männer und liebe Frauen. So ein bisschen Respekt wäre einfach angebracht, finde ich. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Macht euch einfach vielleicht mal ein bisschen Gedanken. Mädels, lasst uns mehr supporten untereinander, damit so ein Hate einfach weniger Aufmerksamkeit bekommt, weil die, die was scheiße finden, die sagen es immer und die, die was gut finden, die sagen es nicht immer. Ich versuche auch, das habe ich auch schon mal auf Instagram angeschnitten, immer wenn ich was geil finde, schreiben. Einfach nur, ey, voll cool gemacht, gefällt mir voll, sieht geil aus, keine Ahnung, voll schön. Ich versuche einfach zu unterstützen, wo ich kann, denn ich weiß, was man für ein Gefühl kriegt von Scheißkommentaren und ich weiß, was man für ein Gefühl gibt von, ja, schönen Kommentaren. Und wenn ihr was seht oder dieses Video seht oder mir egal von wem, sei es mein schlimmster Feind, wenn es euch gefällt, zeigt es uns. So, und wenn es dir nicht gefällt, das ist auch vollkommen in Ordnung, ja. Und da kommen wir auch mal ganz kurz, ja, zu einem Punkt. Du bist total hässlich ohne Schminke. Das ist nur meine Meinung. Das ist keine Meinung, das ist eine Beleidigung. Eine Meinung ist sachlich, ja, und genauso wie eine Kritik ist sachlich und enthält einen Verbesserungsvorschlag. Du kannst nicht sagen, das ist hässlich und scheiße und das ist jetzt aber meine Meinung. Leute, das ist keine Meinung, das ist eine Beleidigung. Beleidigung und Meinung ist was ganz anderes. Versucht euch einfach ein bisschen sachlicher zu formulieren. Damit kann ich auch wirklich was anfangen. Und ich fange gerne was mit Kritik an. Aber mit einem, du bist hässlich, daraus kann ich nichts Nützliches für mich ziehen. Und verletzen tut mich das auch nicht. Also im Endeffekt macht das keinen Sinn. Ja, du sammelst schlechte Karma-Punkte und ich fühle mich halt nicht besser. Und ich lerne auch nichts. Also haben wir beide nichts davon. Ja. Ich hoffe, meine Message ist angekommen bei euch und ja, der ein oder andere versteht so ein bisschen was in unseren Köpfen abgeht. Lasst es mich in den Kommentaren wissen, gebt mir gerne eine dementsprechende Bewertung mit Daumen hoch oder Daumen runter. Und ja, Leute, was soll ich sagen? So sehe ich ungeschminkt aus. Am Anfang des Videos war ich geschminkt. Es sind vielleicht zwei Gesichter, aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Ich akzeptiere das so und das ist das Wichtigste, denn ich muss jeden Tag in diesen Spiegel hier unten schauen und mich wohlfühlen und das tue ich. Also macht euch nicht die Mühe, irgendwas daran kaputt zu machen, denn das schafft ihr nicht.
eine wunderschöne Woche wünsche ich euch noch. Und ja, wie gesagt, lasst mir eure Gedanken da in den Kommentaren, was ihr so davon denkt. Ja, bis zum nächsten Video. Mua.